Ja, ich habe ein bisschen rumgeschweinert. Ich habe genauso rumgeschweinert wie mein Hirn in meinem Kopf. Da schweinert es auch immer ziemlich viel rum. Und da kommen so schweinische Gedanken heraus. Das ist absoluter Firlefanz. Ja, der mich dann in den schweinischen Wahnsinn treibt. Oh Mann, oh, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, ja, alles klar. Also, ich weiß nicht, wie sich andere Menschen auf ein Wettessen beziehen. Ich weiß nicht genau, ob das ein Wettessen oder ein Must all you can eat ist. Also, dass es einfach nur darum geht, so viel möglich zu essen, also nicht um die Wette. Aber nichtsdestotrotz, ja, werde ich das jetzt erstmal so gut es geht konsumieren. Jetzt kann man, ja, die Herdplatte hat ja mal wieder gute Dienste geleistet und naja, was soll ich sagen? Also, ich werde danach zum Training gehen. Dazu werde ich mir ungefähr, naja, also alles, was jetzt hier übrig bleibt, werde ich mir in meine Trainingsflasche auf jeden Fall umfüllen. Und wenn ich dann mit dem Training fertig bin, werde ich die irgendjemandem im Fitnessstudio über den Kopf schütten, während er wahrscheinlich Kreuzheben oder so macht und sich dann irgendwie ernsthaft verletzt oder so. Muss ich mal gucken, worauf ich auf jeden Fall Bock habe. So, weil die Leute im Fitnessstudio, ey, das ist, die kotzen mich manchmal so passiv an, das könnt ihr euch gar nicht ausmalen. Ja, naja, egal. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das Ding am besten konsumieren. So, ich meine, wir leben in einer Konsumgesellschaft. Da lernt der Mensch am besten, wie man Dinge konsumiert. So, und das werde ich euch auf jeden Fall jetzt demonstrieren. Was alles diesen überdurchschnittlichen Konsum ausmacht und auszeichnet. Ja, ich meine, ich gehe dann zu einem Wettessen. Oder zu einem Must All You Can Eat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ist ja egal. Wir machen uns zu viele Gedanken. Aber im Endeffekt geht es hier nur um eine einzige heiße Tasse. Beziehungsweise um einen heißen Topf. Denn die heiße Tasse in meinem Kopf sorgt für den einsamen Wahnsinn, der mich immer wieder in diese kranke Gesellschaft treibt.
gerechnet habe.